Krams verkaufen im Laden. Neuen Bardensong irgendwann noch wieder anschmeißen. So, Advance. Gwendolyn mit endlich mal genug HP. Dankeschön. Mehr nun reißt das Ganze dafür wieder runter. Spell Acquiring. Myrrhum. Greater Revelation ist nur Geheimtüren entdecken. Shox 4 hat 10 Fuß weitere Reichweite. Ja, nö, die Sprüche sind nicht wirklich gut. Talana. Drachenatem. Was? Instill tremendous power in your party. Increasing their strike ability by 10. Was ist eine strike ability? Also die Chance zu treffen? Geht auf die ganze Gruppe. Das wäre ganz nett, dann vielleicht zu casten, wenn man grinden will mit den Nahkämpfern, ohne Spellpoints zu verbrauchen. Ja, okay, mach das. Exit. Hey. Defend, 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 defend. Das einmal, das einmal. Du kannst wieder nicht. Go. Knapp 1000 Gold einfach so. Bardensong, mehr nun Spellsong, mehr nun neues Ale. Was noch? Schmied, 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 Schmied. Und SP wieder aufladen. Das ist ja eigentlich das Wichtigste gerade. Cell, Gauntlets oben, Mandoline, das, das, das. Oh, die bringt gut Kohle. Wo waren Spellpoints? Hier. 1400 inzwischen. Werden Gott sei Dank auch langsam mehr Max-SP, damit man ein bisschen länger in einem Dungeon bleiben kann. Das war falsch. Ein Ring weiter außen. So, nix casten oder sonst irgendwas, wir werden gleich eh wieder debufft. Levitate haben wir noch nicht, ne? Doch, haben wir. Mach mal. Das war nur dunkel, das war kein anderes. Warte, Scryside, was machst du nochmal? Die Position ausloten, ne? Revealing to the spellcaster his location in the labyrinth. This spell works even in areas of resistance. Achso, ne. Ich hätte gehofft, das hat vielleicht irgendwas damit zu tun, dass man Fallen sehen kann oder ähnliches. Aber das ist wohl nicht so. Dann gucken wir doch mal kurz runter, anstatt jetzt da nochmal durch die ganzen antimagischen Sachen durchzulaufen. Down. Weep. Hey, hey, hey. Okay. Okay, von da gleich woanders hin. In Darkness. Und alle Wände sind schon geoutcht. Nein, da ist eine, wo man gerade durchgehen konnte. Okay. Du. Licht. Ha, eine Todesfalle. Yay. Und. Was? No way. Das sind alles Einwegtüren? Fünf.
10 Kannibalen. Ja, Problem, unsere Kaster sind tot. Und die einzige Kasterin, die noch lebt, hat noch. Ja, der hat genug SP, aber die reißt halt nicht so viel. Okay, Attack. Attack. Bardensong, mach mal einen Song, dass die Nahkämpfer jetzt mehr bringen. Und du wartest, bis die Cannibals näher rankommen. Defend, 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 defend. So, Warstrike auf die Cannibals. Yes. Oh, die können Speere werfen. Das ist auch neu. Dass sie wirklich Fernkampfwaffen nutzen, die Gegner. Fight, Attack, Fatzmonster, Fatzmonster, Fatzmonster. Fatzmonster, Warstrike auf die Cannibals. Okay, Quillen ist gleich K.O. Man ist K.O. Fight, Attack, Fatz, Attack, Fatz, Attack, Fatz. Warstrike, Cannibals. Yes. Warum ist tot? Ja, Gwendolyn, mit deinen 3 HP. Du hast bestimmt Bock, jetzt da so ein Ding zu entschärfen. Schocker. $2300. Und eine Statue, die wahrscheinlich auch nochmal 2000 noch was wert ist. Ja, das Problem ist, wenn wir jetzt sterben, ist das ganze Gold weg, ne? Wie kommen wir wieder zurück? Seek the four cornered letters. Zack, dunkel. Nicht nur dunkel, sondern auch antimagisch. Autsch. Das heißt, Levitation ist auch weg. Wir können also nicht mal mehr nach oben portalieren. Run away. Ich versuche mal jetzt. Irgendwie auf Umwegen wieder zurückzukommen zu dem Portal. Zurück zum Portal kommen bringt gar nichts, weil ich kann nicht zurück nach oben. Das heißt, ich werde jetzt einfach nur sterben. Sieht dann aus. Und dann muss ich gleich mit Newbies losziehen, ne? Um genug Geld zusammenzukratzen, um die guten Helden wieder aufzukratzen. Autsch, autsch. Autsch. Ich stöge aber ein bisschen die Karte auf. Okay, noch einmal links. Da kann ich fast durchgehen. Ja, wieder rechts. Nein. Komm schon, muss ich irgendwas gefunden haben, was ich benutzen kann. Gib mir wenigstens ein paar Gegner, die mich umbringen können, okay? Weil sich selber umbringen, indem man immer wieder mit dem Kopf gegen eine Wand läuft, ist jetzt nicht so pralle. Hier ist nicht überall dunkel. Dunkel, weil ich nichts. Oh, links rum? Nein. Weil ich nichts habe. Gibt es eine Selbstmordoption? Nee, ne? Ja, laden, aber nee. Ich
lass die Helden jetzt eine Weile hier rumlaufen, solange bis wir irgendwelche Gegner finden. Die Gegner dürfen uns dann töten und dann wird eine neue Gruppe gemacht und dann werden... Ah, ein Spectre. Fight. Event. Fight. Da ist er wieder. Der Paladin, Jesus, Gott, Autoverkäufer. At last, your party has expired and has gone to Adventurer Heaven. Sorry, bud. So, das heißt, die kicken wir da raus. So, unten kommt rein. Brian, Acid, Markus und Sir Grady. Das heißt, es sind jetzt nur 4 Nahkämpfer. Die anderen lasse ich weg. Die haben auch schon Ausrüstung, oder? Die haben nichts. Okay, das ist natürlich dann ärgerlich. Oh, ich habe mein Gold noch. Brauche ich mein Gold noch? Add Member to Party. Gilgon. Tirek. Ich hätte mal verliert sein Gold und dafür ist die Bank dann da. Na gut, dann heal entire party. Yes. Gut. Dann dürft ihr weg. Nein. Und add. So, wen können wir davon denn jetzt auch noch aufheben? Stopp. Verkauf. Die ist nur 150 wert. Ja, dann halt kurz hier. Gold, da braucht man mehr. Nochmal 500. Denn idealerweise hätte ich jetzt ganz gerne noch mehr nun. Wach. Unter den Lebenden. Damit er den Nahkampfsong machen kann. Yes. So, es wäre noch ganz schön, wenn er nicht so tot wäre, aber das ist wohl zu viel verlangt. Das heißt, jetzt könnte er wieder sterben. Wir müssen wieder 4000 bezahlen. Verkauft die Leier. Wir kriegen hoffentlich eine neue. Okay, Manon ist sicher. Schön. Dann Baden Song Mili March. Ja, das ist gut. Wo ist die Bank? Die Bank ist immer eher im Zentrum der Stadt. Hm? Ja, da ist noch irgendwas in der Bank. 7000 Gold. Withdraw. 7000. Damit holen wir noch Gwendolyn, damit die Viererreihe voll ist. Wenn wir jetzt eine Casterin dazu holen würden, wäre sie in der ersten Reihe. Das ist doof. Also Gwendolyn, yes. Nochmal Gwendolyn, yes. Und damit hätten wir die erste Reihe voll. Die erste Reihe tapselt jetzt zurück in den Dungeon. Bleibt aber auf der ersten Etage des Dungeons. Take the stairway. Stopp.
Yes, exit. Und kauft vorher Fackeln. Wichtiger Punkt. Die kaufen vorher noch Fackeln. Von ihrem nicht existenten Gold. So, buy an item. Lamp. Inventory, Lamp equip. Theoretic, Inventory, Lamp equip. Lamp equip. Lamp equip. Okay. Num, 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 num. So, use an item, Girogon, Lampe. Dann die Dinge hier mitnehmen. 7 Death Reaper und 11 Berserker. Da wäre jetzt ein Caster doch ganz schön. Aber der wäre dann auch zerrissen worden. Deswegen, ja. Alle auf die Death Reaper. Könnten auch einen Debuff machen als Untote. Hoffen wir mal nicht. Vier Schläge für Tote. Fehlen nur noch die Berserker. Und die treffen so gut wie gar nicht, dank dem Song. Und herber Rückschlag durch die Neugier, was die dritte Etage angeht. Aber so oder so wäre ich da irgendwann reingestolpert. Und das ist vorprogrammiert, dass man da auf den Arse fällt, denke ich mal. Weil Dunkelraum, Todesfallen, antimagische Gebiete, Einwegwege, die man vorher nicht als Einwegwege sieht. Ja. Das kann man schon garstig nennen. Kein Trap-Sap. Nix. Blades. Disarm. Blades. 3000 Gold. Könnte für eine Wiederbelebung reichen, aber eventuell nicht fürs Heilen. Also nehmen wir nochmal eine Gruppe mit. Ja. Eine auf den Warrior, Rest auf die Berserker. Alle auf die Berserker. Die Bogenschützen machen hinten nicht wirklich viel. Berserker. Archer Advanced sogar. Das ist doch lieb. 1, 2, Rest auf die Berserker. Raus. Und dann holen wir jetzt wir holen Yallen dazu. Yallen hat schön viel SP. Exit. Oder ist, nee, sie kosten alle gleich viel. Yallen heilen und auch noch bitte energisieren oder so. Ach, die war voll. War sie? ja, mag sein, okay. Das heißt, es geht jetzt nochmal rein, ebenfalls noch die erste Etage, aber wenn nochmal größere Gruppen kommen, können wir halt schön Flächenschaden machen. Und so arbeitet die Truppe jetzt nach und nach dran, wieder vollständig zu werden und dann abermals so an die 10.000 Gold zusammenzubekommen als Puffer. Und wenn wir dann das nächste Mal die dritte Etage vordringen, wissen wir von vornherein, dass hier halt Dunkelfelder sind und da ein antimagisches Feld.
Was mit den Fallen? Warum? Ja, die Fallen sind hier nicht eingezeichnet. Also nur mehr beim Mausrufer. Da stimmt irgendwas nicht. Aber wir keine Fackel an hatten zu dem Zeitpunkt vielleicht. Das könnte sein. Also ja, trotzdem unbedingt merken, an den Ecken sind Fallen und dann vorher Trapset benutzen, wenn wir noch SP haben. Aber jetzt halt erstmal, ne, wieder auf die Beine kommen.